Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin Sie Pamela und schön, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Und zwar habe ich bei Sephora bestellt, weil die hatten so eine Aktion. Ich schau mal schnell. Ich glaube, um 65 Euro musste man bestellen. Meine liebe Freundin aus Deutschland hat mir das wieder gemacht, weil in der App bestellen kann man leider nicht nach Österreich liefern. Das ist wirklich sehr schade, aber ja, kann man in dem Fall nichts machen. Aber ich habe herausgefunden, wenn ich es über die Sephora-Seite direkt mache, kann ich das irgendwie dann doch Lieferadresse Österreich umstellen. Auf alle Fälle habe ich Sachen gekauft, das zeige ich euch gleich. Und dann gab es gratis 7 Sachen und bis zu 3 Proben kostenlos ist dabei gestanden. Aber was mir aufgefallen ist, es passt nicht alles überein mit dem, was hier in der App steht, weil hier steht auch ganz genau, was ich gratis dazu bekomme. Aber dafür habe ich ein paar coole Ersatzprodukte bekommen und das zeige ich euch jetzt gleich einmal. Und zwar, das war ein Versehen, aber ich habe mir diese Kerze zweimal bestellt. Das ist die Sephora Sweet Holiday Vibes. Das ist so eine parfümierte Kerze und die hat statt 9,99 nur 7,50 Euro gekostet. Als zweites habe ich dann noch die Sephora Summer to Go Bag gekauft. Die hat statt 16,99 nur mehr 12,50 gekostet. Das sind so ein paar Proben von der Eigenmarke drinnen. Und in so einem kleinen, coolen Täschchen. Das schaut fast so wie Karton aus. Ist das ein richtiger Karton? Na, schaut wirklich nur so aus. Und dann schaue ich einmal rein in dieses Täschchen, weil ich hatte schon mal so eine Mascara ausprobiert und ich fand die mega gut von der Eigenmarke. Und deswegen dachte ich mir, ich bestell das. Da ist einmal die Size Up Mascara drinnen. Einmal ist die Sephora Glitterpalette steht da. Blush ist drinnen. Und dann ist noch ein Lip Balm drinnen mit dieser schönen rosafarbenen Verpackung. Als nächstes habe ich hier noch von Sephora so eine Bodylotion, die was auch mit so Selbstbräuner drinnen ist. Die wollte ich ausprobieren. Die hat 200 Milliliter. Und die hat statt 5,50 nur mehr 4,95 gekostet. Also es war eigentlich eh alles Abverkauf. Dann zeige ich euch die nächsten zwei Produkte. Das müssten eigentlich für die Augenbrauenprodukte sein. Nein, das eine ist ein Eyeliner. Das ist auch wieder von der Sephora Eigenmarke. Herausdrehbarer, wasserfester Eyeliner statt 9,99 nur 8,99. Und dann habe ich noch einen braunen Brow Pencil Augenbrauenstift statt 10,99 nur mehr 4,50 Euro in so einem Braun und ich hoffe, der passt dann auch. So, und jetzt geht's eigentlich schon los mit den Geschenken beziehungsweise Proben. Also ich habe einmal eine Dior-Probe und das finde ich voll cool, weil dieses Make-up ist mir schon des Öfteren untergekommen beim Stöbern und das probiere ich gerne aus, weil vielleicht kaufe ich mir dann das Make-up einmal, aber das ist ja relativ teuer. Dann habe ich von Tommy Hilfiger habe ich eine Probe dabei gehabt. Das heißt, die zwei Sachen sind Pröbchen und dann nehme ich gleich einmal aus meinem Säckchen alles raus, was hier noch drinnen ist, weil das sind jetzt alles noch Gratisprodukte. Und das finde ich ziemlich cool, weil es ist irgendwie vor allem ist etwas dabei. Aber wie gesagt, ich zeige euch einmal die Produkte, was laut App, was ich bekommen hätte sollen. Das war einmal von der Sephora Collection einen Nude Lipstick. Und ich denke, das ist dieser hier. Da steht drauf Taxi. Genau, das ist der.
Dann ein Gesichtsöl mit Kurkuma und Vitamin C, 5 Milliliter von CAO Glow. Das ist das. Und daran habe ich noch eine Drink Up Intensiv Mask. Das ist diese hier. Die hat 15 Milliliter. Das ist eine Overnight Hydrating Mask with Avocado und Glacier Water. Also die gibt man dann sicher über die Nacht drauf. Da hatte ich gestern auch eine Overnight Mask drauf. Das ist irgendwie ganz witzig. Und am Morgen spült man die dann wieder ab. Dann habe ich noch von Lancôme ein Genifique Serum, 7 Milliliter. Das ist auch nicht schlecht. Dann habe ich von Renclean einen Number One Purity Cleansing Balm. Und Cleansing Balm liebe ich ja, also probiere ich sehr, sehr gerne aus. Mal schauen, ob der mit dem Cheboda mithalten kann. Und dann habe ich noch von Ren ein Ever Calm Cleansing Gel. Das ist eben jetzt ein Cleansing Gel. Das trage ich meistens auf meinen Vorhof auf in der Früh und reinige mal so das Gesicht. Also das finde ich nicht schlecht. Und was jetzt als letztes Produkt da noch draufsteht, ist von Mario Badescu. Der hat dieses Gesichtsspray, das ist diese Marke, was ich beim letzten Mal schon drinnen hatte. Wäre ein Toner drin gewesen, 29 Milliliter und eine Make-up-Tasche. Das wäre wahrscheinlich so ein kleines Täschchen gewesen mit einer Make-up-Tasche. Das war jetzt nicht dabei, aber es waren drei Produkte stattdessen dabei. Und zwar einmal von Sephora die 10 Stunden Wear Perfection Foundation, 25 Milliliter. Finde ich jetzt echt gut, ne? Also kann ich eine Foundation testen. Und dann ist noch eine Matte Perfection Stick. Das ist auch eine Foundation. Ist auch noch drin gewesen. Und als letztes Produkt die Sephora. Es ist ein Blush, müsste das sein. Rouge steht da. Sephora Rouge on Fleek S03. Also diese Farbe ist noch drinnen. So, und das ist eben ein Rouge. Ich nehme das jetzt da mal raus. Das interessiert mich nämlich selber. Das ist irgendwie total lustige Verpackung. Ich mache das hier mal auf. Aha. Ja, aber das schaut irgendwie aus wie ein Lippenstift und nicht wie ein Rouge. Ah, wie ein Blush. Das ist komisch. The Nude Collection. Nein, das ist ein Lippenstift. Keine Ahnung, warum da hinten Rouge drauf steht. Vielleicht ist das die Farbbezeichnung. Das ist ein Mini-Lipstick. Das ist auch cool. Und das Design finde ich lauernd. Also ich muss sagen, bin ich sehr zufrieden mit diesen Ersatzprodukten, denn ich habe zwei Foundation und einen Mini-Lippenstift und das ist super. Toner habe ich eigentlich eh noch zu Hause. Also und so eine kleine Make-up-Tasche, die wäre wahrscheinlich eh nur herumgelegen. Ja. Da ich jetzt aber noch eine kleine Bestellung heute bekommen habe von Kiko Milano, werde ich das jetzt auch gleich anschließend euch zeigen, denn da zahlt sich eigentlich kein extra Video aus. Das kam sehr, sehr schnell an. Das erste Produkt, was ich euch zeige, ist ein Pure Clean Cleansing Balm. Da ist 50 Milliliter drinnen. Ist so schön holographisch vom Packaging. Und ich liebe ja Cleansing Balm und das ist echt in so einer Glasverpackung drinnen. Also sehr, sehr hochwertig. Und werde ich auf alle Fälle ausprobieren. Und ist auch für Augen gedacht. Ich bin gespannt, ob das jetzt mit Cheboda mithalten kann. Und so wie vorher eben. Und dann werden wir sehen, ob ich das vielleicht dann nochmal nachordere oder nicht. Weil bis jetzt konnte nicht viel kam an Cheboda ran. Also bis jetzt noch immer das Top-Produkt. Das nächste Produkt, da habe ich hier so eine Palette. Und da ist eben, das war glaube ich Bronzer. Genau, eine Blush und Bronzer Palette. Schaut sehr, sehr süß aus. Ich swatche euch das jetzt aber nicht, denn ich habe jetzt noch, Bronzer habe ich eh noch genug offen und Blush sowieso. Dann habe ich noch eine Hydration Foundation. Alle sind so mit schwarzen
Kartonverpackungen sind die. Und die schaut so aus. Aber da habe ich auch noch eine Foundation von Kiko. Die werde ich vorher versuchen zum Aufbrauchen. Beziehungsweise vielleicht mache ich euch dann von diesen Sachen mal so ein Full Face, weil ich habe ja noch von der letzten Stellung noch viele Sachen da. Da habe ich einen Eyeliner in der Farbe 01. Wie gesagt, das habe ich alles im Sale gekauft und die Preise werde ich euch dann auch alle einblenden. Dann habe ich einen Glitter Eye Pencil gekauft, auch wieder in dieser schwarzen Verpackung, in der Farbe 01. Der ist schwarz und hat eben so Glitzer.